Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Wir haben hier einen 5er BMW mit knapp 80.000 Kilometern und das Fahrzeug hat leider bereits ein Problem, was zu einer sehr teuren Reparatur führt. Das hätte man vermeiden können über eine Fernwartung, wo wir euch so ein Kabel zuschicken. Der Kunde ist jetzt hier und wir können natürlich das Fahrzeug hier vor Ort diagnostizieren und die Fehler finden und auch die richtige Maßnahme empfehlen. Hätte man das früher gemacht, das heißt das Fahrzeug diagnostiziert, präventiv die Sachen geprüft, dann wäre es nicht so weit gekommen, dass man jetzt viel für eine teure Reparatur investieren muss. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, zu uns zu kommen, dafür bieten wir eine Fernwartung an, wo wir euch so ein Kabel zuschicken. Ihr braucht einen Laptop mit Internetzugang und Windows und dann können wir uns von hier auf das Fahrzeug zugreifen und die einzelnen Komponenten prüfen. Jede einzelne Prüfung schicken wir euch per WhatsApp zu mit einer Sprachnachricht, dass ihr wisst, was das bedeutet und ihr dokumentiert den Zustand des Fahrzeugs. Interessant ist das für viele, die vorhaben, zum Beispiel ein Fahrzeug zu kaufen, entweder von einem Händler mit einer Garantie oder von privat, denn es ist leider so, dass auch viele Komponenten von einer Garantie nicht übernommen werden und trotzdem viele teure Reparaturen entstehen können. Daher ist es möglich, alle Komponenten über so eine Fernwartung zu prüfen und man hat auch eine Verhandlungsgrundlage an den Verkäufer, was mit dem Fahrzeug los ist. Wenn ihr ein Fahrzeug habt, was ihr länger behalten möchtet, kann man genauso das Fahrzeug prüfen, damit das nicht passiert, was man hier leider sehen kann. Wir werden jetzt in dem Video Stück für Stück die einzelnen Komponenten durchprüfen, dass ihr einfach eine Idee habt, was man für Möglichkeiten hat. Die Diagnose funktioniert so, dass wir die einzelnen Komponenten, die wir prüfen, schicken wir euch per WhatsApp zu und zu jeder Komponente bekommt ihr eine Sprachnachricht, was dieses Bild an sich bedeutet. Dadurch habt ihr halt auch eine Dokumentation für die Zukunft und wenn man sich irgendwann entscheidet, nochmal so eine Ferndiagnose zu machen, dann kann man auch sehen, was ist mit dem Fahrzeug los. Als erstes fangen wir an mit dem Partikelfilter. Der Partikelfilter hat in dem Fall, wir werden den bei verschiedenen Drehzahlen prüfen, wir prüfen den Abgasgegendruck und wie gesagt, das Fahrzeug hat eine Laufleistung von knapp 150.000 Kilometern und ist aus 2014. Wir prüfen zum Beispiel den Partikelfilter erstmal im Leerlauf. Hier haben wir einen Maximalwert und wir haben den Istwert, den wir zum Beispiel messen. Wir erhöhen jetzt zum Beispiel die Drehzahl, die erhöht sich jetzt, das heißt das Fahrzeug wird lauter und wir prüfen die Werte zum Beispiel bei einer höheren Drehzahl. Das heißt, man hat verschiedene Werte. Wichtig ist bei dem Partikelfilter zu gucken, ob der Sensor des Partikelfilters vernünftig funktioniert. Weil sind die Werte zum Beispiel zu niedrig, dann kommt das Auto niemals auf die Idee oder der Motor oder das Motorsteuergerät eine Regeneration einzuleiten, obwohl der Partikelfilter vielleicht einfach voll ist und immer voller wird. Deswegen ist es halt wichtig, dass man die einzelnen Sachen halt prüft. Bei dem Fahrzeug das Gute ist, wir haben eine relativ aktuelle Motorsoftware. Falls nicht, können wir das über das Kabel ebenfalls durchführen, so ein Software-Update. So ein Software-Update ist in dem Fall eigentlich nur für das Motorsteuergerät sinnvoll. Denn dort haben wir einfach tatsächlich einen Mehrwert, denn Prozesse wie Regeneration des Partikelfilters, Prozesse wie zum Beispiel der Prozess einer funktionierenden AGR-Bypass-Systems oder einer AGR sind auch perfektioniert. Hier kann man zum Beispiel sehen, das Fahrzeug hat eine Software schon aus 2018, 11. Monat. Ist jetzt nicht die neueste Software, aber zumindest ist die Software sozusagen schon mal erneuert worden. Das ist eine gute Sache. Wichtig ist auch zum Beispiel zum Thema Partikelfilter, dass man nicht nur den Abgasgegendruck sich anschaut, sondern dass man halt auch anschaut, wann hat der Partikelfilter das letzte Mal regeneriert. Das ist immer ganz wichtig, weil diese Abgasgegendruckwerte, die können natürlich auch täuschen, wenn wir halt ein Problem haben mit der Verrohrung. Das heißt, der Abgasgegendrucksensor zum Beispiel funktioniert halt nicht richtig oder sozusagen der Schlauch dazu ebenfalls nicht. Hier kann man zum Beispiel sehen, dass der Partikelfilter schon mal regeneriert hat und das ist gar nicht so lange her. Daher sind diese Werte, die wir da sehen, auch tatsächlich realistisch und die können auch so sein. Denn so ein Partikelfilter, wenn man den halt zum Beispiel neu nimmt, kostet zwischen 2.500 bis 3.000 Euro, je nach Fahrzeug. Wenn man einen Partikelfilter regenerieren lässt, zum Beispiel wegschickt zur Reinigung, ist halt immer die Problematik, man weiß nicht, was man für einen Partikelfilter wiederbekommt. Ob er nicht im Endeffekt schlechter ist als der, den man vorher hatte. Weil wenn ihr zum Beispiel ein Fahrzeug einen Turboschaden hat und der Partikelfilter sich komplett mit Öl vollsaugt, dann könnt ihr so viel regenerieren, wie ihr wollt, den kriegt ihr nie wieder vernünftig sauber. Und dieses Protokoll, was man halt zugeschickt bekommt von diesen Firmen, die das halt regenerieren, wer prüft das? Das heißt, wie oft passiert das, dass man den Partikelfilter einbaut und danach prüft, ob das tatsächlich richtig regeneriert wurde? Wir haben leider die Erfahrung gesammelt, dass es halt leider nicht
vernünftig, nicht oft immer regeneriert wird, also nicht vernünftig zumindest. Es gibt sicherlich Firmen, die das gut machen, aber unsere Erfahrung war da halt sehr schlecht. Deswegen die Kunden, die wir so miterlebt haben, da empfehlen wir lieber, den Partikelfilter im vernünftigen Zustand zu halten. Wir gucken jetzt einmal die Injektoren an. Wir haben in dem Fall, ist das ein Sechszylinder, das heißt, wir haben natürlich auch sechs Injektoren. Daher ist es so, dass jeder Injektor, wenn man den neuen nimmt, kostet zwischen 450 bis 500 Euro. BMW verändert natürlich immer die Preise. Jetzt, und man sieht zum Beispiel anhand der Injektoren, wie sind die Werte der Injektoren. Hier sieht man zum Beispiel, ein guter Injektor ist, je näher der bei der Null ist, desto besser ist das. Der Injektor 5 zum Beispiel hat schon einen Wert von 1,8. Das ist relativ viel. Warum ist das so bei so einer kleinen Laufleistung? Weil zum Beispiel der Vorbesitzer, wenn es ein Leasingfahrzeug war oder allgemein der Vorbesitzer, hat billigen Kraftstoff getankt. Durch diesen billigen Kraftstoff setzen sich bestimmte Komponenten an den Injektoren zum Beispiel ab und dann spritzt der Injektor nicht mehr vernünftig ein. Dadurch können Schäden passieren, wie zum Beispiel, dass in ein Loch ein Kolben reingebrannt wird. Das will man vermeiden. Und es ist halt auch so, dass wenn man einen Injektor regeneriert bzw. instand setzt oder einen überholten sich einbaut, ein überholter Injektor ist niemals so gut wie ein neuer. Deswegen sollte man dafür sorgen, dass der Injektor auch vernünftigen Zustand behält. Es gibt Injektorreiniger, die man verwenden kann, nur man muss halt gucken, ob es halt sinnvoll ist. Genauso jetzt hier haben wir gesehen, der Injektor 5 hat keinen idealen Wert. Man kann was dafür tun, damit der Injektor wieder sauber wird, bevor es irgendwann zu spät ist und teure Reparaturen halt entstehen. Wir gucken als nächstes uns mal die drei Klappen an. Und zwar, hier sieht man zum Beispiel eine Ansaugbrücke und hier sieht man auch die drei Klappen. Die bewegen sich permanent. Hier, so kann man das zum Beispiel sehen. Ihr seht, bei den drei Klappen haben wir Ruß. Dieser Ruß, der kommt dadurch, dass wir in dem Motor eine Verbrennung haben aus drei Komponenten. Das heißt, wir haben einmal Luft, wir haben einmal Kraftstoff und wir haben Abgase. Das heißt, verarbeitete ölhaltige Abgase werden dem Motor zugeführt. Das ist so gemacht, damit man die Umwelt halt schont. Aber diese Rechnung geht halt dann nur so auf, dass es auf Langzeit den Motor natürlich schädigt. Dadurch entstehen natürlich Reparaturen. Das Problem bei diesen neuen Fahrzeugen mit dem 8-Gang-Getriebe ist einfach, man fährt immer im Teilrastbereich. Bei den älteren Fahrzeugen, wie zum Beispiel ein alter E60 mit 6-Gang-Getriebe zum Beispiel, hatte das Problem nicht, weil die Fahrzeuge mit den 6 Gängen, man war viel schneller aus dem Teillastbereich raus. Plus man hat auch deutlich weniger Abgase dem Motor zugeführt bekommen. Daher kannte man dieses Problem nicht. Hier kennt man leider das Problem. Und wir prüfen hier die drei Klappen. Das kann man hier prüfen. Kannst du einmal kurz zeigen. Man sieht hier die rote Kurve und die blaue Kurve. Und man sieht, wir haben eine Differenz. Das heißt, die Dreiklappe klemmt bereits. Sie erreicht nicht die Werte, die sie erreichen sollte. Problematisch ist das Ganze für Prozesse wie zum Beispiel eine Regeneration des Partikelfilters. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen, das heißt die Dreiklappe, die geht nicht komplett zu, sondern die ist immer teilweise offen. Und das möchte man natürlich nicht, weil hier ist dann ein Hindernis. Ne? Und das ist halt blöd. Genauso prüfen wir gleich einmal die Versottung der Ansaugkanäle. Das heißt, was hinter der Ansaugbrücke ist, ist der Motorblock. Und wir werden zum Beispiel sehen, in welchem Zustand ist der Motorblock, wie viel Versottung haben wir dort. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die Versottung der Ansaugkanäle zu prüfen. Warum ist das für uns allgemein schlecht? Weil durch diese Versottung haben wir das Problem, dass der Platz des Motors oder sozusagen das Volumen des Motors weniger wird. Das ist halt problematisch in dem Zuge, dass zum Beispiel dieses Volumen so wollen wir ja irgendwo haben. Das heißt, in dieses Volumen sollte normalerweise Luft rein. Aber wenn wir zum Beispiel zu wenig Luft haben, Luft, die sozusagen da nicht mehr reinpasst, weil der Platz zum Beispiel durch Dreck, durch die Versottung der Ansaugkanäle zum Beispiel oder der Ansaugbrücke zu ist oder sich sozusagen zugesetzt hat, dann haben wir dadurch ein zu fettiges Gemisch. Das heißt, wir haben weniger Luft, was in den Motor halt reinpasst, aber es wird genauso viel eingespitzt wie früher. Und hier sehen wir zum Beispiel das Ergebnis der Prüfung der Ansaugkanäle, Versottung der Ansaugkanäle. Man sieht, wir haben Maximalwerte 30 bis minus 30 und man sieht die Werte, die wir hier haben. Und man sieht zum Beispiel, dass bei der hohen Drehzahl so haben wir einen Wert von 27. Das heißt, die Ansaugkanäle sind leider schon sehr versottet bei 150.000 Kilometern und nur bei einem Fahrzeug aus 2015. Und das sehen wir hier nicht zum ersten Mal. Da sieht man halt sehr, sehr viel, auch bei Fahrzeugen mit kleineren Laufleistungen. Man denkt, bei der Laufleistung ist das Fahrzeug
jetzt erst sozusagen eingefahren, aber leider nicht. Ne? Denn die Fahrzeuge sind so geworden oder so gebaut worden, dass wir sozusagen, dass die halt nicht lange halten können. Und deswegen, wir prüfen jetzt einmal das, was ich gesagt hatte. Man kann hier zum Beispiel sehen, wie ist das? Man sieht hier die berechnete und die gemessene Luftmasse. Das kann man ebenfalls sehen. Das ist das, was ich gesagt hatte, ob diese Werte halt übereinstimmen oder halt nicht. Wenn die nicht übereinstimmen, haben wir natürlich eine schlechte Verbrennung in dem Motor. Als nächstes prüfen wir in dem Fall, wie das AGR-Bypass-Ventil funktioniert. Das ist eine sehr, sehr wichtige Komponente. Und zwar in dem Zuge ist das halt, wenn der Motor noch nicht richtig warm ist, dann werden die Abgase nicht über die AGR gesteuert, ne, sondern die werden direkt dem Motor zugeführt. Hier kann man das zum Beispiel sehen. Komm mal einmal kurz her, dann kann man es einmal kurz zeigen. Das ist das Ventil, was sich hier bewegt, das ist das AGR-Bypass-Ventil. Das bewegt hier so eine Art Hebel und dann werden die Abgase nicht durch den AGR-Kühler geleitet, sondern an dem Kühler vorbei. Das heißt, die Abgase, die durch den Kühler laufen, werden sozusagen von der AGR selber, die hier sitzt, geregelt. Das heißt, die AGR regelt entsprechend halt der Drehzahl. Ne? Und wir prüfen jetzt das AGR-Bypass-System. Das Problem dieser Verrußung, was wir hier halt sehen, das ist ein großes Problem, das ist halt eine Sollbruchstelle bei diesem Fahrzeug. Das heißt, durch diese Verrußung passiert Folgendes, dass diese Ansaugbrücke halt sich zusetzt. Das heißt, die Ansaugbrücke zu tauschen plus eine Walnussschalenreinigung zu machen von den Ansaugkanälen, liegt man preislich so um die 3.000 bis 3.500 Euro, halt sehr, sehr viel Geld. Plus, man hat das Problem natürlich, dass sich der AGR-Kühler auch mit diesem ganzen Ruß und diesen Abgasen halt auch zusetzt. Ne? Das heißt, diese ganze Thematik kostet ungefähr um die 1.500 Euro. Ne? Das heißt AGR, AGR-Bypass, AGR-Kühler und so weiter. Plus, wir haben natürlich auch das Problem, dass der Partikelfilter sich natürlich schneller zusetzt. Hätten wir eine Verbrennung zwischen Luft und Kraftstoff, hätten wir weniger Rußentwicklung, als wenn wir eine Verbrennung haben zwischen Luft, Kraftstoff und Abgasen. Das heißt, man sieht, diese ganze Problematik kommt halt von der AGR. Früher war das ja so, als die Fahrzeuge noch auf Garantie waren, hat BMW das so gemacht, dass sie zum Beispiel die Frischluftrate der AGR angepasst hat. Das heißt, wir haben 30% weniger Abgase, was dem Motor zugeführt wurde. Das heißt, dadurch wurde das Problem, was wir hier zum Beispiel bei dem Fahrzeug haben, nach hinten geschoben. Das bieten die mittlerweile nicht mehr an, wahrscheinlich weil sie einfach kein Interesse mehr haben und gerne halt Ansaugbrücken verkaufen oder AGR-Kühler. Hier haben wir zum Beispiel das System geprüft von dem AGR-Bypass. Wir haben hier verschiedene Temperaturen, die müssten wir haben. Und minimal sollten wir einen Temperaturunterschied von 15 Grad haben. Haben wir auch hier. Wir haben 16,6 Grad. Das ist relativ wenig für das Fahrzeug. Das heißt, man sieht, das System fängt an schon zu klemmen. Und das ist halt wiederum ein Problem von dem Abgasen, was dem Motor halt zugeführt werden. Als nächstes werden wir jetzt mal anschauen, wie ist der Zustand von dem Automatikgetriebe. Das heißt, bei dem Automatikgetriebe kann man anhand der Adaptionswerte sehen, wie ist der Zustand davon. Die Adaptionswerte kann man auch über so ein Kabel sich angucken und die richtige Maßnahme auswählen, was ist die richtige Maßnahme für euer Getriebe. Weil es ist halt schade, wenn man die falsche Maßnahme fürs Getriebe halt wählt. Das heißt zum Beispiel einen Ölwechsel durchführt oder eine Getriebespülung durchführt. Aber es ist die falsche Maßnahme und man hat ein Druckproblem. Und das ist genau, was wir hier zum Beispiel sehen. Wir haben einmal die Kupplungsverdrücke und wir haben die Schnellführzeiten. Und anhand dieser Werte sehen wir, ob das Getriebe technisch im vernünftigen Zustand ist und zum Beispiel eine Getriebespülung oder ein Ölwechsel halt ausreicht oder ob bei dem Fahrzeug schon ein Druckproblem da ist und wir mehr machen müssen, damit das Getriebe halt nicht kaputt geht. Und mehr werde ich euch gleich mal erklären, was für Wartungen und verschiedene Sachen es bei dem Getriebe gibt. Und in dem Video werden wir besprechen, welche Maßnahmen es gibt und wie man den Getriebeschaden vermeidet. Eine mögliche Maßnahme ist zum Beispiel ein Getriebeölwechsel. Den macht man bei kleinen Laufleistungen, zum Beispiel 30.000, 40.000. Dabei wird nur ein kleiner Teil des Gesamtöls getauscht, ca. 25 bis 30%.
Ist aber an sich nicht schlimm, denn das Fahrzeug hat dann eine relativ kleine Laufleistung. Hat das Fahrzeug eine Laufleistung zwischen 60.000 bis 80.000, sollte man bei dem Getriebe eine Spülung machen. Es gibt aber Fahrzeuge, bei den Laufleistungen 60, 80, 90.000, wo bereits ein Druckverlust existiert und wo eine Spülung einfach nichts mehr bringt. In dem Sinn nichts mehr bringt, dass wir einen Druckverlust haben. Der Druckverlust im Getriebe sorgt dafür, dass das Getriebe kaputt geht. Denn die Lamellenkupplungen, die kann man hier zum Beispiel sehen, die werden über den Öldruck zusammengedrückt und dann fährt das Getriebe nach vorne. Hat das Getriebe aber irgendwo einen Druckverlust, dann wirkt nicht genug Kraft auf diese Lamellenkupplungen und dann schleifen die aneinander und irgendwann gehen die halt kaputt. Der Druckverlust kann an verschiedenen Stellen sein. Die eine Option des Druckverlusts kann sein zwischen der Mechatronik oder dem Schaltschieber, das ist dieses Bauteil, und dem Getriebe selber. Das ist das Getriebe. Und wenn wir das Getriebe einmal drehen, dann sehen wir, wir haben im Getriebe zum Beispiel, hier sitzen Dichtungen. Die Dichtungen sitzen zwischen Getriebe und diesem Schaltschieber oder Mechatronik. Das heißt, wenn diese Gummidichtungen zum Beispiel kaputt gehen, weil die einfach aus Gummi sind und zu hohe Temperaturen bekommen, weil das Fahrzeug extrem belastet wurde, viel Kurzstrecke gefahren ist oder eine Anhängerkupplung hat oder einen starken Motor, dann haben wir hier einen Druckverlust. Und der führt dann zu einem Getriebeschaden. Denn diese Lamellenbeschichtung, die ist endlich. Irgendwann ist sie vorbei. Eine weitere mögliche Ursache für den Druckverlust ist zum Beispiel die Mechatronik selber. Das heißt, wir haben in der Mechatronik haben wir zwei Hälften und zwischen den beiden Hälften haben wir eine Dichtplatte. Ich hole einmal kurz eine Dichtplatte raus, dass ihr euch das vorstellen könnt. So sieht zum Beispiel eine Dichtplatte aus und es kann zum Beispiel passieren, dass bei dieser Dichtplatte diese Gummibeschichtungen einfach kaputt gehen. Ebenfalls durch hohe Temperatur oder starke Belastung. Und dann haben wir das Problem, dass die einzelnen Bereiche der Mechatronik voneinander nicht mehr getrennt werden und dann haben wir da einen Druckverlust. Eine weitere Möglichkeit kann sein, dass in der Mechatronik ein metallischer Verschleiß passiert. Das heißt, wir haben hier Kolben, die sehen so hier aus, ne, und die bewegen sich permanent. Diese Kolben, die sich bewegen, irgendwann verschleißen die, wenn das Öl nicht qualitativ hochwertig ist, wenn wir zum Beispiel sehr viel Dreck im Getriebe haben durch Lamellenabrieb und irgendwann haben wir einen Kompressionsverlust. Das heißt, der Druck zwischen dem Gehäuse und der Welle, der ist zu klein. Das heißt, wir haben nicht genug Kompression. Dann haben wir dort einen Druckverlust. Wir werden das einmal ganz kurz zeigen. Wir haben hier vorne haben wir die Möglichkeit, diese Kompression zu prüfen. Hier ist zum Beispiel eine defekte Mechatronikhälfte. Und diese Mechatronikhälfte kann man halt prüfen über Druck. So, das heißt, wir sehen hier bestimmte Bereiche. Hier sehen wir einen Bereich, der ist rot und der hat zum Beispiel einen Verschleiß, der ist beschädigt. Das heißt, normalerweise sollte ein Bereich ungefähr bei mindestens 18 sein. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen, was wir hier für einen Wert haben. Wir haben hier einen Wert von ungefähr 10. Das heißt, in dem Bereich haben wir zum Beispiel schon einen Druckverlust. Ich kann euch zum Beispiel einen anderen Bereich zeigen. Hier, ne, ihr habt hier einen Wert von ungefähr fast 30. Das ist ein Wert, der vernünftig ist. Ne? Und wenn wir natürlich in dieser Mechatronik, in dem Bereich halt einen Verschleiß haben, dann haben wir hier einen Druckverlust und dann muss man die Mechatronik tauschen oder man kann die instand setzen. In dem Video werden wir euch auch zeigen, wie wir diese Mechatronik instand setzen. Wir haben hier eine defekte Mechatronik, die wird zu einem Getriebeschaden führen, denn wir haben hier einen Druckverlust. Der Druckverlust ist hier vorne zwischen Gehäuse und dem Kolben. Wir sollten Werte von mindestens 18 haben. In der Regel haben wir Werte von 25 bis 30. In dem Fall haben wir Werte knapp bei 10. Wir werden das jetzt einmal kurz prüfen. Ich zeige euch einmal, wie das jetzt vorher war. Knapp bei 10. Dieser Bereich hier. Wir werden eine Bohrung durchführen, das heißt, wir werden die hier instand setzen, wir werden es aufbohren und dann wird ein anderer Reparaturkolben eingesetzt, dann werden wir das gemeinsam nochmal prüfen. Wir können die Mechatronik hier vor Ort instand setzen. Wir bohren jetzt durch, ihr seht, hier haben wir den Bohrer und bis das komplett bis zum Ende ist, das heißt, das wird jetzt aufgeweitet, die Späne, man sieht, die fallen unten runter und dann wird ein Reparaturkolben eingebaut, der halt weiter ist. Und dann haben wir Werte wie bei einer nagelneuen Mechatronik. So, wir haben die Bohrung jetzt fertig. Wir bauen das einmal ab. Ihr werdet sehen, wir haben da die ganzen Späne.
Danach wird die Mechatronikhälfte gereinigt. Hier ist der Bohrer mit den Spänen. Hier sind die Späne, kann man relativ gut sehen. Und auch hier der aufgeweitete Bereich. Hier kann man da so ein bisschen sehen. Wir werden ihn gleich einmal reinigen und dann seht ihr, was die jetzt für Werte da vorhanden sind. Die Mechatronik ist durchgebohrt. Wir werden jetzt den Reparaturkolben einbauen. Man sieht, das ist der alte mit der Feder. Hier sieht man auch die Beschädigung bei dem Teil hier. Ne, wahrscheinlich kann man das per Video auch sehen, dass es heller ist. Das ist das Neue. Es ist mit einem Gummidämpfer. Das heißt, es ist noch etwas besser abgesichert. Und das ist der neue Kolben. Der sieht genauso aus, nur der hat im Endeffekt, der ist eigentlich deutlich dicker. Den werden wir jetzt einmal kurz einbauen. So. Es kommt der neue Dämpfer rein. Da muss man immer aufpassen, weil wenn man den falsch einbaut oder zu weit reinschiebt, dann kriegt man den auch nicht mehr wieder raus, weil der ist sehr, sehr dicht. Deswegen, wenn wir den jetzt zack einmal reinstecken. So, und jetzt können wir gemeinsam mal die neuen Werte prüfen. Das war der defekte Bereich. Ihr seht, wir hatten knapp 10, jetzt haben wir über 22. Dadurch ist die Mechatronik instand gesetzt. Denn so ein Druckverlust, den wir hier haben oder in anderen Komponenten, der wird zu einem Getriebeschaden führen, denn die Lamellen schleifen aneinander. Weiterhin gibt es im Getriebe zum Beispiel Ventile. Diese Ventile, die haben auch zum Beispiel einen kleinen Filter. Die kann man hier zum Beispiel sehen. Wenn diese Filter verdreckt sind, durch Lamellenabrieb zum Beispiel, dann haben wir das Problem, dass diese Magnetventile nicht richtig arbeiten. Dann können die ebenfalls zu so einem Problem führen. Bei vielen Getrieben haben wir Sollbruchstellen. Und diese Sollbruchstellen sind vom Werk so gemacht, dass die Getriebe einfach nicht lange halten können. Hier haben wir zum Beispiel Dämpfer. Hier könnt ihr euch die Anhang angucken. Das ist zum Beispiel ein neuer Dämpfer. Ihr seht, ihr habt eine Gummibeschichtung. So sieht der Dämpfer nach einer bestimmten Laufleistung aus. Es gibt aber auch modifizierte Dämpfer mit einer Metallfeder, damit sowas halt nie wieder passieren kann. Ups, nicht wegfliegen. So. Genauso haben wir hier bestimmte Puffer, das heißt, die dafür sorgen, dass wir Druckverhältnisse wieder da haben. Ihr seht zum Beispiel, das ist das Originale und wir haben hier schon so ein bisschen Beschädigung, ne, Kratzer, die kann man relativ gut sehen. Und hier haben wir die modifizierte Variante mit einer Dichtung. Das heißt, die kann auch nicht mehr oder hält entsprechend lange. Genauso kann man zum Beispiel so eine Mechatronik modifizieren, dass sie einfach stärker ist und diese Sollbruchstellen entfernt. Das können wir bei jeder Mechatronik machen von BMW, wenn ihr in sowas Interesse habt. Als nächstes prüfen wir bei dem Fahrzeug zum Beispiel die Batterie. Es ist oft so, wenn die Batterie nicht vernünftig behandelt wurde, geht oft kaputt. Und so eine Batterie zum Beispiel bei so einem Fahrzeug liegt man preislich bei 500 Euro, wenn man eine Originale verwendet. Und ich würde immer empfehlen, eine Originale zu verwenden, weil die Zubehörbatterien haben das Problem, dass sie nicht die gleichen Werte haben wie die originale Batterie und das Fahrzeug fängt an zu spinnen. Das heißt, das Geld, was man für eine Zubehörbatterie investiert, 200, 300 Euro, bringt nichts. Das heißt, das Fahrzeug funktioniert eh nicht richtig und man landet eh dabei, eine Originale zu kaufen. Man sieht hier zum Beispiel, das ist noch die allererste Batterie, die verbaut ist, eine 105 Ampere Batterie. Und es ist halt ja noch nie gewechselt. Und wir gucken uns zum Beispiel, wie ist die Ladehistorie der Batterie, das heißt, in welchem Zustand ist sie. Und man sieht zum Beispiel, die Batterie, die wird maximal ungefähr bis zu 65, 70 sozusagen Prozent geladen. Das heißt, die Batterie hat natürlich an ihrer Kapazität verloren. Wir haben jetzt fast Sommer und mit den Temperaturen ist die Batterie jetzt schon etwas überfordert. Als nächstes gucken wir uns mal eine ganz wichtige Sache an, und zwar die Ruhestundenüberwachung. Es ist oft so, wenn man ein Fahrzeug zum Beispiel kauft, sind sehr viele Steuergitter verbaut. Und diese Steuergitter haben natürlich auch die Möglichkeit, kaputt zu gehen. Und wenn jetzt ein Steuergerät, sagen wir, das Auto hat 20 Steuergitter, wenn eins der Steuergitter halt nicht richtig einschläft, nicht zur Ruhe kommt, dann sorgt es dafür, dass das Fahrzeug permanent wach bleibt. Und dann gibt es Probleme mit der Batterie. So eine Sache zu finden ist, man sucht eine Nadel im Heuhaufen. Und das kann halt sehr, sehr teuer werden. Und wenn man so ein Fahrzeug zum Beispiel gerade erst gekauft hat, als Gebrauchtwagen, oder man hat selber so ein Fahrzeug, oder man hat vor, es zu kaufen, dann sollte man sowas prüfen. Und man kann hier zum Beispiel sehen, ob das Fahrzeug vernünftig einschläft. So, und man sieht hier zum Beispiel, dass das Fahrzeug
kein Problem hat mit dem Ruhestrom. Das heißt, der Ruhestrom war immer unter 80 mA. Das heißt, kein einziges Mal hatte das Fahrzeug das Problem, dass er nicht einschlafen konnte oder mehr Strom verbraucht hat als halt notwendig. Und das sind halt so Sachen, die sollte man vorher prüfen, denn ansonsten kann es halt sehr, sehr teuer werden. Wenn ihr an sowas Interesse habt, meldet euch am besten telefonisch per E-Mail und dann können wir euch da behilflich sein und halt da euer Fahrzeug entsprechend prüfen, wenn ihr natürlich nicht